So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode der GPL. Heute Spieltag Nummer 8, heute Sonntag 15 Uhr für euch. Topspiel, BVB gegen FC Bayern München. Ich nehme gerne die BVB-Seite an, ja, weil Bayern ist nicht so meins, ne? Aber das ist ein wahres Topspiel. Beide Personen sind auf Platz 1. Beide sind auf Platz 1, selbe Punktanzahl, selbe Differenz. Das heißt, wir sind beide folgerichtig auf Platz 1. Das heißt, der Gewinner ist alleiniger Spitzenreiter dieses Spiels. Das heißt, es steht hier so einiges auf dem Spiel. Und dieses Team soll es richten. Ihr habt es hoffentlich im Teamvideo gesehen. Ich habe mir wirklich nichts Extravagantes heute ausgedacht. Ich habe diverse Kraftreserven drauf, die ich geändert habe. Ansonsten sind das bekannte Sets. Außer vielleicht ein Toxer, was ein bisschen extravaganter ist. Aber, das muss ich euch jetzt mal klipp und klar sagen, ich habe beim Teambau gemerkt, wir haben eigentlich schon ein solides Matchup. Ein solides bis gutes Matchup gegen die Pokémon von Bene. Und das wiederum bedeutet, dass Bene unter Zugzwang ist, ja. Bene ist der Typ, der mich jetzt überraschen muss, weil ich habe beim Teambau einfach gemerkt, mein Glurak ist ziemlich gut gegen ihn. Ja, Glurak ist ziemlich gut gegen ihn und ich bin mir absolut sicher, dass er sich da irgendwas überlegt haben wird, ja. Aber generell muss ich sagen, unser Matchup ist von Vorteil. Das heißt also, wir sind nicht in der Rolle, wo wir unseren Gegner überraschen müssen. Und ich sehe gerade, Bene hat ein interessantes Pokémon rausgewählt. Okay, sehr gut. Gleich ein Pokémon, mit dem ich nicht gerechnet habe. Er hat es aber dabei. Sehr, sehr gut. Wait. Er hat nicht dabei Bisaflor. Und das finde ich gut. Ja, Bisaflor war nämlich einer meiner großen Ängste. Er hat Jirachi dabei. Das ist sehr, sehr gut. Und Salazzle hat er auch nicht dabei. Das heißt, er hat eigentlich nur ein Pokémon, das von der Initiative her schneller ist als mein Glurak. Und das ist Tauros. Und Jirachi, was mit meinem Glurak teilen würde. Alles andere ist langsamer von Natur aus. Und das ist sehr, sehr gut. Wir haben Kokojumbo. Kokojumbo ist gegen alles auch wieder sehr, sehr gut aufgestellt. Außer gegen Jirachi, das müssen wir irgendwie versuchen aus dem Weg zu räumen. Und ich bin gespannt, was er mit Quappo bezwecken will. Ich muss mir nochmal kurz mein Team angucken. Was will er mit Quappo bezwecken? Sein Team brauche ich jetzt nicht mehr. Das ist mein Team. Ich muss die Zeit im Auge behalten. Wahrscheinlich für meinen Snorlax. Vielleicht irgendwie Überkopfwurf oder so, damit ich rausgeswitcht werde. Also, damit ich rausgeforst werde. Okay, womit starten wir jetzt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, er startet höchstwahrscheinlich mit seinem Landorus. Kann das sein? Für den Fall der Fälle starten wir mal einfach mit unserem Sasori. Wir haben die Kehrtwende drauf. Das heißt, wir können U-Turn benutzen. Und ich sag mal an der Stelle einfach, das wird ein geiles Spiel. Ich wünsche mir, egal ob wir gewinnen oder verlieren, das ist mir wurscht, aber ich will heute Spaß haben. Ich will euch ein gutes Match liefern, ein spannendes Match. Und ich denke, das werden wir hoffentlich auch bekommen, gerade jetzt, nachdem wir die Team-Preview gesehen haben. Let's go. Der Spiel um Platz 1 geht los. Wir leaden mit Sasori. Womit leadet er? Gucken wir mal. Er leadet mit Bart. Und Bart ist Lendo, oder? Ja, Bart ist Lendo. Okay, das ist in Ordnung. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal Informationen besorgen, was das für ein Lendoris ist. Okay? So. Legt ihr die Tarnsteine raus oder nicht? Was ich beim Teambau natürlich auch beachtet habe, ist, dass er eventuell Hidden Power Eis spielen könnte auf seinem Bart. Also auf seinem Lendoris. Die Frage ist halt nur, lohnt es sich direkt jetzt hier einfach mal, um Hidden Power Eis rumzuspielen? Ich glaube, es ist Runde 1. Es ist ein wichtiges Match, Leute. Es ist wahrscheinlich das wichtigste Match der Saison bisher. Ich werde jetzt erstmal sicherheitshalber einfach mal den Kalk anschmeißen auf meinen Gliscor. Und ich will jetzt punktgenau wissen, wie viel Schaden dieses Landorus eventuell verursachen könnte. Und Hidden Power Eis. Also Hidden Power Eis ist jetzt nichts Besonderes mehr auf Lando, finde ich. Und er macht mir gar nichts. Doch, er macht mir wahrscheinlich so viel Schaden. Wir nehmen einfach mal nochmal ein neutrales Wesen hier, ein naives Wesen. Ja, das sind schon gut 50%. Das ist guter Schaden. 50% ist guter Schaden. Ich lege trotzdem einfach mal die Tarnsteine raus, ja? Er geht hier auf den Abschlag. Okay. Wow, das war sehr, sehr bad von mir geplayed. Haha, das war super bad von mir geplayed. Ich verliere meine Hochheilfunktion. Okay. Aber das passt. Ist in Ordnung, okay? Warte mal. Abschlag. Straight auf Abschlag. Klar, straight auf Abschlag ist auch eine Option. Weil ich da gar nicht so viele gute Switch-Ins habe. Sehr, 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 sehr starker Turn 1 von ihm.
Das heißt, mein Sasori verliert so ein bisschen seine Recovery-Option. Habe ich vielleicht eine Option, mich zu vergiften? Seinerseits? Na, müssen wir mal gucken. Wir verlieren auf jeden Fall einen hohen Teil unserer Recovery. Wir haben aber immer noch Roost. Und wir benutzen jetzt einfach mal Roost. Und okay. Er legt die Tarnsteine raus. Ist jetzt natürlich nicht ganz so toll. Wir haben aber eine Option, die Tarnsteine zu beseitigen. Die Tarnsteine schaden mir natürlich offensichtlich mehr als ihm. Aber immerhin haben wir jetzt die Information, dass dieses Lendo nicht geschafft ist. Okay? Wir müssen es positiv sehen. So, jetzt können wir nämlich die Kehrtwende drücken und rauswechseln. Er ist schneller als wir, das heißt, wenn er auch die Kehrtwende drückt, kriegen wir halt erstmal die Switch Advantage. So. Okay. Ich habe nicht direkt mit dem Abschlag im Turn 1 gerechnet. Muss ich hier an dieser Stelle mal klipp und klar sagen, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist auch ein ganz großer Nachteil für unser Sasori. Aber Sasori sollte hier immer noch einen super guten Job machen in dem Match. Sasori sollte in diesem Matchup immer noch ein sehr, sehr gutes Match machen. Selbst ohne die Recovery. Okay. Hard Switch raus. Das heißt, er hat wahrscheinlich kein U-Turn im Set, sonst würde er hier natürlich offensichtlich U-Turn spielen und geht auf Pumpen raus. Okay. Wir kehrtwenden jetzt aber in der Situation auch raus. Gucken vielleicht mal, was dieses Pumpen vielleicht für ein Item trägt. Boinkamp. Hab ich sogar schon jetzt gerade, nachdem er direkt hier drauf gewechselt hat, vermutet. Das ist gut, weil das gibt uns natürlich Informationen. Gute Informationen. Okay, wir können jetzt auf Coco Jumbo gehen. Vielleicht hätte ich sein Team doch nicht schließen sollen. Ich behalte natürlich mal kurz das Team nochmal hier auf. So. Ich behalte das Team natürlich hier nochmal kurz an der Stelle auf, damit ich weiß, was er hat. Der Jirachi, Lendo. Das Vieh. Okay. Kann es sein, dass das Ding komplett physisch defensiv ist? Ich könnte jetzt auch auf meinen Glurak wechseln. Und Glurak könnte jetzt hier erstmal etwas abfeuern, worauf er Bock hat. Müsste aber dann Focus Blast sein, was natürlich nicht ganz so cool ist. Ah, oder ich gehe auf meinen Thaddeus, aber dann macht natürlich so ein Erdbeben schon guten Schaden auf Thaddeus und ich will eigentlich Thaddeus behalten. An sich ist Coco Jumbo hier, glaube ich, the way to go, oder? Ist Coco Jumbo the way to go? Ich weiß es nicht. Bin mir ein bisschen unsicher. Aber ich glaube, wir können hier tatsächlich schon mal auf Coco Jumbo gehen. Ja, wir haben zwar nicht die Sonne, aber wir gehen trotzdem hier auf Coco Jumbo. Ist das Beste, was wir machen können. Und wir können uns weiterhin Informationen holen. Er wird jetzt natürlich wechseln. Und wir drücken wir safe den Gigasauger? Ja, wir drücken safe den Gigasauger. Jirachi ist halt ein kleines Problemchen. Wir können jetzt hier nämlich auf Jirachi gehen. Top 10, das ist Jirachi? Ja, das ist Jirachi, dachte ich mir schon. Habe ich alles in der Teamplanung beachtet. Gucken wir mal, was dieses Jirachi hier für ein Set spielen kann. Okay. Das ist ziemlich fresher Schaden von mir. Keine Recovery. Ockerbeere? Ockerbeere, Walschal. Ockerbeere oder Walschal, okay. Icy Ink? Icy Ink? Oder halt der Zenkopfstoß. Ich glaube aber eher so der Icy. Oder vielleicht sogar die Kehrtwende wieder. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich auf Sasori gehe. Oder auf was anderes. Sasori könnte die Jirachi trappen. Und da haben wir ganz, ganz große Gefahr erstmal aus dem Weg geräumt. Er könnte das aber umspielen, indem er dann einfach auf Kehrtwende drückt. Und dann ist meine Verfolgung sozusagen, ja, nicht mehr brauchbar. Wie ich das so sagen darf. Oder ich gehe alternativ auf Don Vito und versuche mit Don Vito den Schaden zu tanken. Wenn ich wirklich safe spiele, gehe ich auf Kappa Pride. Da bin ich auch sicher von einem Zenkopfstoß. Dann kann er halt irgendetwas raushauen, was einfach nur Schaden macht. Aber dann würde Kappa Pride Schaden nehmen. Und das will ich eigentlich ungerne.
Aber ich glaube, ich mache es jetzt einfach mal. Und dann gucken wir, was die Jirachi macht. Kehrtwende ist hier an der Stelle auch ein guter Play von ihm. Aber ich rechne mit einem Eishieb oder mit einem Senkkopfstoß. Oder sogar direkt mit dem Eisenschädel. Come on, spielen wir jetzt dieses Spielchen. Ich weiß, es sind 60%, Leute. Aber ich mag das überhaupt nicht. Das ist wie Luftschnitt von... Oh, please don't, okay. So, jetzt ist die Frage. Jetzt ist hier die goldene Frage. Gehe ich auf Shadow Sneak, Pursuit oder auf Knockoff? Ist alles legitim. Alles ist sehr legitim. Wenn ich durch den Eisenschädel durchkomme, ist die Jirachi tot. Von dem Schaden nach zu urteilen, ist es Gewaltschalt. Sieht nach Waldschaltschaden aus. Ah, sieht nach Waldschaltschaden aus. Oder ich kann Verfolgung benutzen. Das könnte eventuell ein Tuit sein. Ja. Wisst ihr, was wir in solchen Situationen machen? Richtig, wir fragen den Chef, und zwar den Galk. Ja, den Galk. Nicht den Galk. Kalgon, ne, den nicht. Offensives Jirachi. Das Spiel der Saison, Leute. Ich muss kacken. gegen McLolan. Ja, der Eisenschädel hat so viel Schaden gemacht, wie ich vermutet habe. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und Shadow Sneak wäre kein Two-Hit. Hier auf Abschlag. Wenn ich durchkomme, ist alles gut. Okay, er drückt sogar den Eisenschädel. Wer will es nicht verübeln? Ja, ist halt ekelhaft. Ist halt wirklich ekelhaft. Ich meine, klar, es sind 60%, aber wenn ich da. Es ist trotzdem immer noch so ein leichter Gamble, wisst ihr? Es ist halt nicht sicher. Wenn ich da durchkomme, ist der Jirachi tot. So, jetzt habe ich ein Problem. Ist mein Kappa Pridemon eventuell tot. Höchstwahrscheinlich tot. Und das ist blöd. Ich könnte es natürlich noch saven. Frage ist, ob sich das lohnt, es zu saven. Wenn ich mal so das Team von ihm anschaue, lohnt sich das eigentlich nicht wirklich. Er hat halt Lendo, er hat auch das Poliwrath noch. Ich versuche einfach so viel wie Schaden wie möglich noch drauf zu bekommen. Es ist ärgerlich. Aber ich habe den Gamble gewagt und da müssen wir durch. Und wir hätten natürlich auch hoffen können, dass einer der Schattenstöße dann eventuell ein Critical Hit ist. Das wäre auch noch eine Option gewesen, aber Das ist nicht so mein Spielstil. Wisst ihr, das ist nicht so mein Spielstil. Deswegen gehen wir jetzt auf Thaddeus. Schlimmsten Fall teilen wir hier. Ich habe halt volles Speed Investment. Hat er einen Switch in Thaddeus? Nicht so wirklich, ne? Ich drücke einfach mal Turbo-Dreher. Okay, er ist gescarft. Ja, Leute. Das ist halt echt nicht schön. Aber da müssen wir durch. Und Jirachi ist ein starkes Pokémon, ich weiß, aber Iron Head, please. Edelmut, Iron Head. Ach, wenn wir da durchgekommen wären. Weiter noch Eisenschädel. Er ist anscheinend der bessere Spieler von uns beiden. Ja. Was soll ich machen, Leute? Theoretisch kann halt Iron Head Jirachi gegen alles gewinnen. Was soll ich machen? Jetzt habe ich auch noch weiter Deos verloren. All die Vorbereitung nur jetzt für das. Okay. Sonne Setup. Er ist definitiv Scarf Jirachi. Und vielleicht könnte ich dann was mit meinem Bisaflor reißen. Das ist meine Wincon. Ich habe ansonsten keine Wincon mehr. Ja.
Okay. Ja, wir megern uns. Dann hau ich einen Feuersturm raus. Ja, jetzt wechselt er raus. Cool. Kugeljump Boss. Ja, gut. Sehr kreativer Name. Sehr, sehr creative. Das Ding ist halt, Er kann natürlich auch dreimal den Speedtime mit seinem Jirachi gewonnen haben und dieses Koko Dingsbums wieder ist dann gescarft. Das kann theoretisch auch sein. Gegen die Verbrennung, die eigentlich irrelevant ist. Wenn ich das Hydreigon rauskriege, wäre das auch sehr wichtig. Er kann nicht schneller als ich sein. Kann nicht schneller als ich sein. Deswegen Fokusstoß trifft und Coco Jumbos ist jetzt erstmal putsch. Okay. Wir können halt theoretisch immer noch was reißen hier. Hätte ich in meinen Gleisscore gehen können? Eigentlich schon, aber ich wollte halt. Ich weiß nicht. War das ein Missplay? Kann man da von Missplay reden? Weiß es nicht. Okay, männlich kommt rein. Es ist in Ordnung, wir wechseln auf Sasori. Wir können das theoretisch halt immer noch gewinnen. Ja. Theoretisch können wir es halt immer noch gewinnen. Kommt der Kraxler. Soll sogar guten Schaden machen. Weil wir halt nicht komplett physisch defensiv sind, aber das passt. Ja, roher Ort für den Fall, dass er misst. Hat sogar den Eisstrahl drauf, okay. Eisstrahl mit roher Gewalt ist sogar ziemlich gut. Ich glaube, die Sonne müsste sich jetzt, glaube ich, sogar resetten. Nee, noch nicht. Das macht natürlich mein Coco Jumbo umso effektiver. Er hat bestimmt auch noch Trick auf seinem Jirachi drauf, ne? Also Trickbetrug. Wenn ich jetzt auf Coco Jumbo gehe, muss ich diesem Tauros verdammt viel Schaden zufügen. Tauros, Auras, All Out Attacker. Gegen Venusaur. Offensive. Mein Item Life Orb. Ich mache theoretisch mit einer Sludge-Form genug Schaden, um ihn rauszunehmen. Wenn er dann aber auf Jirachi wechselt, haben wir wieder ein Problem. Oder ich gehe jetzt auf Don Vito. Snorlax. Das Curse Set. Macht mit einem Rock Climb halt immer noch. Sehr gut. Ich gehe mal auf Snorlax. Weil eine Sonnenrunde reicht mir nicht aus. Nein, eine Sonnenrunde reicht mir auf jeden Fall nicht aus. So. Ich benutze Fluch. Er kann erstens Charakter missen, wenn er angreift weiterhin. Also wenn er weiterhin straight angreift. Oder alternativ, jetzt aktiviert sich unsere Beere. Wir gehen jetzt auf plus 1 hoch. Okay. Ja, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, wo ich mich jetzt boosten kann. So. Falls er wieder angreift, gehe ich jetzt auf Aufbereitung. Er geht jetzt auf Abschlag. Und nimmt mir dann so mit meiner Recovery. Ich
Ich kann dann aber auch jetzt auf meinen Glurak gehen, die Sonnen wieder rausholen und dann mit meinem Bisaflor versuchen. Ja. Ja. Das ist jetzt der Moment, in dem ich jetzt wieder wechseln kann. Und jetzt muss ich in diesen Sonnenzügen versuchen, so viel Schaden wie möglich auf das gegnerische Team rauszuhauen. Klar, geht jetzt auf Abschlag. Hat er jetzt vor, mir meine Beere wegzuschlagen. Ich krieg jetzt nochmal die Sonne raus. Er nimmt mich jetzt raus mit einem Abschlag. Geh auf Bisaflor und dann kann ich loslegen. Dann kann ich nämlich versuchen, einmal auf Wachstum zu gehen und dann schlage ich ihm nochmal ein paar Löcher ins Team. Ich drücke jetzt auch Wachstum. Ich glaube, das ist kein Fehler. Er braucht halt anscheinend sein Landorus noch. Und ich habe volles Speed Investment dieses Mal. Ich habe volles Speed Investment. Ich bin dadurch nämlich schneller als Jirachi. Geht auf Pumpen. Das hat den Beulenhelm. Hat er die Anti. Ne, er kann er nicht. Er hat den Beulenhelm. Hat er die Anti-Pflanzen-Bude? Nee. Also jetzt können wir nämlich, nachdem wir das Setup drin haben, auf Gigasauger gehen. Es wird noch knapp. Ich muss jetzt versuchen, in den verbliebenen Sonnenzügen so viel Schaden wie möglich zu machen. Und egal, was jetzt reinkommt, es wird massivsten Schaden tanken. Wir sind mäßig, wir haben ein... Alles wird von Gigasauger jetzt eigentlich one-shotted, glaube ich. Außer vielleicht Mantax. Mantax könnte theoretisch überleben, aber Mantax... Da kommt es auf das Spezialverteidigungsinvestment an. Aber theoretisch könnten wir jetzt tatsächlich alles besiegen im gegnerischen Team. Alles. Ausnahmslos. Wir könnten theoretisch jetzt alles besiegen im gegnerischen Team. So, Gigasauger kommt. Das heißt, wir heilen sogar wieder gut KP. Und Pumpen ist weg. Das könnten wir noch gewinnen. Vielleicht geht er erst auf Jirachi. Weil er glaubt, er ist schneller. Aber wir sind bei 262 Speed. Das sollte er nicht mit einem 100er Base-Pokémon toppen können. So, ich muss vorhaltsam oder vorsichtshalber jetzt mal nachjagen. Offensive Tank. Venusaur. Meinetwegen. Alles hier rein. Mantine Y, okay. Guter Name. So, und jetzt kommt es darauf an, was das für ein Mantax ist, glaube ich. Wir sind bei plus 2. Life Orb. Sludge Bomb kann one-shotten. Sofern er nicht so krasses Special Investment spielt. Okay. One-shotten wir? Ich glaube nicht, er ist bestimmt voll speziell defensiv. Ich habe nur noch 2 Sonnenzüge, glaube ich. Nur noch einen Sonnenzug. Das macht die ganze Sache noch schlimmer. Gigasauger und das Taurus ziehen wir raus. Nostan Prey, Boys. Nostan Prey, wirklich. Geht jetzt auf Jirachi. Flinch mich wahrscheinlich wieder tot. Mal gucken, ob es diesmal wieder klappt oder ob ich vielleicht hier nochmal an der Stelle ein bisschen Glück hab. Ja, warte mal, die Sonne ist noch eine Runde draußen, oder nicht? Doch, die Sonne scheint doch noch. Scheint die Sonne nicht sogar noch? Nee, die Sonne scheint nicht mehr, glaube ich. Nee, die Sonne ist weg, okay.
die Frage, Leute. Was machen wir? Den Zentralstoß könnten wir, glaube ich, denken. Wir müssen nur... Wir dürfen nicht flinchen. Wir dürfen nicht flinchen. Ich meine, dieser Flo hat gerade sein... Ich muss drin bleiben angreifen. Ich muss drin bleiben angreifen. Es ist super schade. Dieses Jirachi wäre jetzt draußen, wenn ich einmal durchgekommen wäre. Wenn ich einmal mit meinem Fantoxer durchgekommen wäre, hätte ich dieses Jirachi rausgenommen. Super ärgerlich, super schade. Eine Hydro-Pumpe hätte gereicht. Wir hätten natürlich auch noch treffen müssen. Aber ich glaube, mir bleibt hier nichts anderes übrig, als auf Liegersäuger zu drücken. Hat ein Herzschein. Wir müssen durchkommen. Wir müssen einmal nur durchkommen. Come on, guys. Viermal zurückgeschreckt. Ey, das ist eine super ekelhafte Methode. Wirklich, eine super ekelhafte Methode. Die ist legit, aber die ist super ekelhaft. Da spielt wirklich kein Schwein dagegen, ja? Also gerne dagegen. Und es ist schade, dass so etwas dieses Top-Ski wahrscheinlich jetzt entscheiden wird. Ich hätte ein einziges Mal durchkommen müssen. Jetzt oder mit Tentoxer davor, dann wäre jetzt Jirachi weg. Fuck. Weil jetzt kann er mich entweder direkt totflinchen oder, ja, ich bin gleich halt einfach tot. Kann ich nichts machen. So. Ich muss cursen. Jetzt kriegt er halt auch nochmal den Bedroher raus. Ne? Die hätte er eben auch nicht rausbekommen. Jetzt kriegt er ihn halt raus. Aber was soll man machen? Es ist halt durchaus legit. Ist ein bisschen ärgerlich, aber... Mein Gott, was soll ich machen? Komm, vielleicht haben wir noch irgendwie jetzt nochmal ein bisschen Glück, ja. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück. Er drückt Abschlag. Macht natürlich jetzt nicht so viel Schaden, okay. Was natürlich ganz nebenbei auch nochmal ein bisschen relativ schade ist, ist, dass wir nicht die Beere vorher aktivieren konnten, ja. Das waren, glaube ich, noch 10% Schaden, die wir hätten einstecken müssen. Jetzt bei plus 2 Defense auch. Wir werden keine 2 Erdbeben tanken, oder? Oh. Critical. Ja gut, Leute, ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil dieses Match leider nicht für mich lief. Ja, der Crit am Ende, der hat jetzt nochmal ein bisschen Salz in die Wunde gestreut. Und diese ganzen Flinches sind legit. Aber es ist sehr erniedrigend, dagegen zu verlieren, weil ich kann, man hat keine Option dagegen. Man hat keine Option dagegen, ja? Man kann gegen diese ganze Saren's Grace, Paraflinch-Kacke nichts machen, außer zu hoffen und zu beten, dass man durchkommt. Ich hatte jetzt hier in der Situation nicht das Glück, eine 40% Chance getroffen zu haben. Bene hat gewonnen, GG an dieser Stelle. Schaut auf jeden Fall auch noch den Kampf aus seiner Seite an. Ich denke... Ich weiß nicht. Ich denke immer noch, das war eigentlich sogar ganz gut von uns gespielt. Ja, das war ganz gut gespielt. Den Lead richtig predicted. Tarnstein rausgehauen. Setup erledigt. Ja, im Endgame wieder unseren Core rausgehauen. So, am Anfang ein bisschen unglücklich mit dem Abschlag. Aber retro-perspektiv betrachtet, was soll ich da reinwechseln? Ich kann da nichts reinwechseln. Ich hätte vielleicht Protect spielen können auf meinem Sasori. Das wäre eine Option gewesen. Aber ob mir das dann im Endeffekt das Spiel gewonnen hätte... Das glaube ich nicht. Und deswegen, ja, leider verloren dieses Game. Unglücklich, aber kann mich nicht beschweren. Gehört halt zum Spiel dazu. Schaut den Kampf auf jeden Fall nochmal aus Benes Perspektive. Ja, ich werde mir den Kampf auch nochmal aus seiner Perspektive, wie alle anderen Kämpfe, auch nochmal anschauen. Und ja, vielleicht haben wir in der Rückrunde mehr Erfolg. Und vielleicht, werden solche Kombos in Zukunft einfach genervt. Also da würde ich... Ich würde es gut heißen, ja, weil... Naja. Counterplay. Oder man fühlt Counterplay ein. Man fühlt Counterplay ein. Das finde ich auch gut. Aber so? Keine Ahnung. Ich schreibe mir gerade, Recycle funktioniert bei Knockoff by the way nicht. Das ist mir durchaus klar, ja. Also ich spiele das selber. Keine Sorge, ich weiß das schon.
Aber es ist halt auch trotzdem ein bisschen ärgerlich, wie es gelaufen ist. Aber genau, egal, Leute. Genug geredet. GG. Macht's gut. Wir wollen dann nächste Woche wieder gewinnen. Hoffentlich tun wir das auch. Und was gut ist, ist, dass unser Gegner kein Togekiss oder kein Jirati hat. Ha! Meine natürlichen Feinde. Macht's gut, Leute. Viel Spaß noch beim GPL-Spieltag. Euer Rigi. Ciao.